Können wir mal einen Blick ins euer kleines Lager? So ja, aber natürlich, so gerne. So ja. Wird auf jeden Fall schon wieder ein längeres Video hier. Definitiv. Aber ich habe ja gesagt, Thomas ist ein Typ, der erstmal loslegt. Ihr, ich würde euch gerne einladen nach Bosnien, dann drehen wir mal eine halbe Sau, dann könnt ihr euch wirklich angucken, wie die Fertigung ist. Das ist jetzt mein voller Ernst. Also, wenn ihr da mal Bock habt, dann organisieren wir euch ein Zimmer und dann könnt ihr mal sehen in unserer Fertigung, was für Teile wir machen, wo das ist, wie. Ihr kriegt einen Spanferkel und wenn ihr lieb seid, dann lade ich noch ein paar bosnische Mädels ein, die unterhalten euch dann. Nein, ich mache Spaß, ich lade natürlich niemanden ein, aber ihr kriegt einen Spanferkel und Schnaps, das muss ich sagen. Ja, Spanferkel, ist das bosnisch irgendwie? Du, die können das ganz gut und das Gute daran ist, jeder steht ja auf Bio und Eco und gesund. Das läuft morgens um 9 Uhr rum. Wenn wir kommen, begrüßen wir das noch und nachmittags ist fertig gebraten. Alter, was gibt das ein Theater, wenn das ey, schneit das lieber wieder raus. Wir kriegen Ärger damit. Echt. Aber eure Hauptfertigung ist in Bosnien? Ja. Also wir sind Kroaten, wir sind aber auch da, weil natürlich auf der anderen Seite Lohnkosten, Strom und das alles etwas günstiger ist, sind wir diese 2 Kilometer über die Grenze, ist aber die gleiche Sprache und wir fertigen tatsächlich in Bosnien, ja. Mhm. Ja, das ist so 100 Kilometer von Zagreb Richtung Belgrad und dann einmal über die Brücke und dann... Wie viele Kilometer von hier? 600. Schau eigentlich. Geht, aber geht noch. Das ist näher als uns Hause. Ja, und noch was. Hannover ist weiter als euch in Fertigung. Wenn ihr auf sowas mal Bock hättet, aber das müsste man eigentlich mal in 3 Tagen machen. Ja, das ist eher so ein dann Wunsch, fährt man einmal bis Belgrad, guckt sich die Carbonfertigung an, weil das ist hochinteressant. Ja, also die Teile gerade sahen so hochwertig aus. Ja, das... glaube es mir, wir wissen mittlerweile aus der Szene und auch aus dem Versuch, Teile von uns, die 3-4 Jahre am Dreck fahren, viel Pickup abkriegen, viel zerschossen werden, sehen richtig, richtig gut aus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Teile unzerstörbar sind, das ist ja Blödsinn, aber geh und such nach Fehlern. Die Carbonfertigung fertigt aber nur für euch oder auch noch für andere? Nein, der fertigt viel für Medizin. Mhm. Wir machen kein Geheimnis, wer es ist und es sind auch ganz viele aus Deutschland schon hingeeiert und wollten. Er sagt aber, ich bin voll, ich mache für einen Tick und lasst mich in Ruhe. Da ist er ziemlich loyal und den habe ich quasi auch von klein auf hier aufgenommen und das funktioniert bis hierhin richtig gut. Mhm. Ja. Also der hat keine Kapazitäten, der würde auch am liebsten gar kein Tuning machen wollen, weil der sagt, wenn ich für die Medizin, ich sage jetzt mal, dieses Teil mache und mache dieses Teil für dich und hier verdiene ich 500 Euro und hier verdiene ich 10.000 Euro bei weniger Aufwand, dann brauchen wir nicht drüber reden, warum der da kein Bock zu hat. Ja, so. Ja. Aber das wäre cool, Carbonfertigung, unsere Fertigung und dann als Abschluss einen Nachmittag auf dem Trek in Rijeka. Das wäre ein cooles Video. Ich wusste gar nicht, dass es da Treks gibt. Rijeka, super geile Rennstrecke, das ist am Meer. Wir haben unser Haus am Meer, das heißt, ihr kriegt den einen Tag Spanferkel, den anderen Tag kriegt er Fisch. Und dann können wir nach Hause fahren. Also, ein bisschen Boot fahren mit eurer Boot fahren, kein Problem. Können wir einfach Urlaub machen. Ja, genau. Nee, würde ich mir auf jeden Fall gerne mal angucken, weil alleine ist halt wahrscheinlich ganz andere Welt da. So. Du würdest, ich habe da auch schon mal mit Tim Schrick drüber gesprochen und so weiter, man würde dem Zuschauer mal was anderes bieten. Ja. Weißt du, weil wir können da schon anders in die Tiefe gehen. Ja. Warum, weshalb, wieso, warum hat mein Bruder eine Hebebühne, eine voll eingerichtete Werkstatt unten, wenn wir was runterschicken, jetzt den Rahmen von der C3, wir werden den digital vermessen und werden einen eigenen Rahmen bauen. Wenn du sowas kannst, dann bist du als Tuner schon im Vorteil. Das heißt, ach, dein Bruder, der ist dauerhaft unten? Der ist dort unten. Der ist jünger als ich. Der ist auch... darf ich gar nicht so laut sagen, der ist halt zur Schule gegangen, der weiß halt mehr, ja, und der ist auch ordentlich so, der hat halt brav in der Schule gesessen, ja, und dann weniger Blödsinn gemacht als ich, aber er leitet unten das Werk und kümmert sich um die ganze Fertigung und er quasi schafft die Kohle ran und ich bin im Vergnügungsausschuss und gebe sie wieder aus. So, wie viele Leute seid ihr denn? Ja, wir haben unten 100 Mitarbeiter. 100 Leute? Ja, 100 Leute sind wir unten. Brauchen wir aber viele Spanferkel, ne? Ja, wir haben einen Doppelgrill. Kein Problem, wir haben einen Doppelgrill. Das kriegen wir hin, ja. Nee, geil. Ach, guck hier, mal nämlich als allererstes, das können wir jetzt einmal zeigen. Ja, das ist Sturzversteller. Warte, lass mich mal ganz kurz, ich zeig dir das. Du musst ein bisschen, damit der ein klein bisschen Spiel hat. Der hat quasi hier eine Führung über die Nase und hier eine Führung. Und wenn das dann einklickt oder einrastet, ich habe keine Brille auf, so zum Beispiel, und wenn das dann verschraubt wird und zugezogen, dann kann sich der Sturz einfach nicht mehr verstellen. Ja, dann außer es bricht auseinander. Genau, außer du fährst irgendwo gegen. So. Und
wir hatten das auch, die ersten waren dünner, unterdimensioniert, und dann haben wir es dicker gemacht und fester. Ja. Und ja, es ist bei der Einstellerei mehr Arbeit, aber einer, der wirklich nur ein Ringtool will, der macht das einmal und hat dann Ruhe, fertig. Und so, ja, man muss halt immer wieder losschrauben, muss halt drei Umdrehungen weiter abschrauben, natürlich, dass man es halt ein bisschen rausziehen kann. Ist klar, ne? Du musst ein bisschen weiter aufschrauben, es auseinanderziehen. So, die ersten sind bewusst so gemacht, dass sie ein bisschen klemmen, aber du gehst dann halt da hinten rein, ja, und dann, wenn du ein bisschen schüttelst, auf jeden Fall geht's, und dann fällt das raus. Dann eine Stufe sind 10 Minuten, ja, und damit sollte man gut zurechtkommen. Bei den Corvetten kannst du es über die Shims oben noch ein bisschen regeln, aber bei Mercedes eigentlich auch. Mhm. Also von daher, du, ob du jetzt 2 Grad 40 hast oder 2 Grad 48, du musst nicht dann 2 44 haben. Ja, klar. Da, weißt du, so dazwischen ist das... Merkt man nicht. Genau. Merkt man nicht. So. Mhm. Ja, den, okay. Den tun wir hier wieder hin. So. Ja, dann die ganzen Uniball-Geschichten, das hatte ich ja schon gesagt. Wir haben die bewusst eloxiert in unterschiedlichen Farben. Einfach damit sie, für die, die sie nachbauen wollen, damit es schwieriger wird. Klar, hier sind auch Kaufteile dabei, die Gelenkköpfe und so weiter. Gelenkköpfe, siehst du, jetzt fällt mir auch der Name wieder ein. So, die Gelenkköpfe sind natürlich Kaufteile, aber die ganzen Hülsen und so weiter. Ich darf nicht sagen, für wen wir die alle machen, aber wir machen die für irgendjemanden, genau. Ich habe die ganzen Namen schon gehört und das sind wirklich viele. So, und würde man auch gar nicht so denken, also es ist wirklich großes Zeug dabei. Genau. So. Mhm. Das sind die Halteplatten für den Flügel. Das heißt, ihr macht aber diese Dreh- und Frästeile, wenn ich es richtig verstanden, mit den 100 Leuten im Auftrag. Das heißt, wenn es Leute gibt, die gerne irgendwelche Teile fertigen lassen wollen würden, können sie sich auch melden. Ja, aber, jetzt kommt das Aber. Wir haben am Anfang weil wir unbedingt da rein wollten. Also bevor wir die Industrie, den Motorsportbereich erreicht hatten, haben wir für Tuner gearbeitet. Mhm. So. Dort ist das Problem, dass selten ein Konstrukteur mit in der Firma ist, weil womit willst du als Tuner einen Konstrukteur beschäftigen? Ja. Dauerhaft. Einer, der es wirklich kann, der was ausmessen kann am Auto, der es konstruieren kann, der es berechnen kann. Dafür ist meiner Meinung nach in einer Tuningbude zu wenig Arbeit für so einen Menschen da. Jetzt kann sein, dass du einen guten Mechaniker hast, der das hobbymäßig erlernt hat, dann ist einer da, aber generell eben nicht. Mhm. So. Was wir da gemacht haben, waren Pedalauflagen, die sind aber alle irgendwie gleich. Die haben immer alle Querstreifen oder Diagonalstreifen und dann wird irgendein Logo eingeklebt. Das ist dann im blödsten Fall, das sage ich nachher, wenn die Kamera aus ist, von irgendeiner Anstecknadel abgezwickt und du sollst dann da stehen und sollst es feilen und reinpacken. Naja, so. Wir haben das dann mit den Tunern aufgegeben, weil dann kopiert er mir die Kupplung im Korb und dies und jenes. Machen wir aber für unsere Kunden auch nicht. Wir nehmen niemals ein Teil, was wir für irgendjemanden fertigen. Und du gehst hin und sagst, oh, pass auf, Thomas, wir sind doch gut miteinander, verkaufen wir mal jetzt ein Bremspedal von XY. Mhm. Nein, das kann ich nicht. Weil bei uns in diesem Hardcore-Tuning-Bereich, da gibt es halt viel immer so Sachen, Ansaugbrückenfräsen, Ventildeckefräsen, Ölwandfräsen, Motorblöckefräsen, genau. Sowas. Also wo wirklich schon eine fertige Konstruktion da ist, einfach nur die in Betrieb suchen zum Fräsen. Richtig, aber auch hier gibt es wiederum Aber. Und zwar, es gibt einmal ein Level an Tuning, was sich an der unteren Preisgrenze bewegt. Nicht, weil die Leute böse sind oder weil die mies sind, sondern einfach, weil es schwierig ist. Bestes Beispiel, pass auf. Ich habe mir letztes Jahr einen Yaris GR gekauft und habe mir tatsächlich überlegt, ob wir den jetzt nicht mal komplett auf den Kopf drehen, machen was Geiles draus und geben das jemanden, der das vertreiben soll unter einem anderen Label, weil es passt nicht zu unserem Produkt. Dann habe ich mir die Büchse gekauft, bin von Augsburg hierher gefahren, das war ein Freitag, bin am Samstagnacht noch einmal über den Berg und habe am Montag das Auto in Mobile gestellt und Dienstag war er weg mit 299 Kilometern. In der Zwischenzeit habe ich mit ein paar Leuten telefoniert, ja, mach doch mal einen geilen Sitz. Ja, ja, aber der Sitz kostet dann, Beispiel, 3000 Euro. Ja, aber das Auto kostet nur 30. Ja, aber verstehst du, das heißt also, ein GTR-Fahrer kann für einen Sitz 3.000 bezahlen, Corvette-Fahrer auch und M3-Fahrer auch und einer, der ein Yaris fährt, der kriegt den gleichen Sitz, wahrscheinlich aufwendiger die Konstruktion gebaut und der will dann nur 600 bezahlen. Mit welcher Daseinsberechtigung? Das ist doch Bullshit. Ist ja eigentlich der gleiche Sitz und die gleiche Aufwand. Genau, aber dann kannst du dann, verkauf die Scheißkarre wieder und fertig aus. Ja, also es ist, ja, aber es ist wirklich so, wie willst du das unter einen Hut kriegen? So. Ja. Und dann ist meistens auch so,
diese Anfragen, die dann reinkommen. Ja, bestes Beispiel sind Räder. Ich habe, seit wir Räder machen, Minimum 30 bis 40 Anfragen von Tunern, von irgendwelchen Leuten, von, keine Ahnung, könnt ihr nicht in Lohnarbeit Räder fertigen? Kann ich schon. Ich habe aber keine Lust darauf. Mhm. Warum nicht? Weil du mir mein Rad nicht so bezahlst, wie wenn ich es selber verkaufe. Also verkaufe ich doch lieber nur 20 und verdiene gut, als dass ich es dir mache für Rad kostet 700 Euro in der Herstellung, ja, und du willst mir 724 bezahlen. Und verkaufst es dann aber für 2040. Mhm. Habe ich keine Lust zu. Und wenn dann was ist, stehst du bei mir auf der Matte und gehst mir am Samstagabend am Sack über WhatsApp und jammerst rum, weil irgendwo das Auto nicht Lambo Silber ist, die Felge, sondern der Kunde hat, was weiß ich, ein Audi Silber und jetzt, was machen wir? So. Ja, das sind auf jeden Fall mal klare, richtige Ansätze und Gedanken dazu. Es hilft nichts, wenn du Beschäftigungstherapie betreiben willst, dann ist das okay. Aber wenn du die Bude voll mit Arbeit hast, die auch gut bezahlt wird, es ist auch oft so, dadurch, dass ich eben in der Schule nicht aufgepasst habe, ich kann auch nicht konstruieren und zeichnen, ich habe einen Haufen Ideen. Was glaubst du wohl, wie oft mein Bruder, ich sag und der legt direkt auf. Und dann sag ich, warum legst du auf? Weil ich an deinem Scheiß und schon höre, dass du dir irgendeinen Schwachsinn ausgedacht hast, wo ich und drei andere Leute wieder eine ganze Woche dran rumbrüten und das dann sowieso alles nichts wird. So, also verstehst du, das ist auch bei uns schon schwierig, dass ich alles durchgesetzt kriege. Das zum Glück wohnt er da unten und ich da. Aber 600 hat man ja auch schnell... Ja, aber bis dahin beruhigst du dich wieder, weißt du so, du sitzt ja auch ein paar Stunden im Auto, von daher. Eine Frage nochmal zur Spurstange. Auch hier, gerade so im Bereich vom Rad, ist kein Problem mit Spritzwasser und allem? Nein, gar nicht. Es sind wartungsarme Lager und auch da jetzt wieder durch die Nähe zur Industrie wissen wir, aus welchem Material wir den Zapfen zu machen haben. Wie hat der beschichtet zu sein? Mache ich mir keine Gedanken. Krass, ich hätte gedacht, dass hier so schnell Dreck, Sand... Nein. Das, wenn das einmal läuft, das funktioniert und ist tipptopp. Das heißt, man muss das auch nicht schmieren, fetten oder irgendwas? Nein, weil jeder würde jetzt ja sofort irgendein Sprühfett drauf. Das macht es wahrscheinlich noch schlimmer am Ende. Ne? Wartungsarm einfach lassen, bewegen. Das Schlimmste, was du dem Auto antun kannst, ist durch Salz fahren, nicht abwaschen, dann 2 Jahre stehen lassen. Dann kann sowas natürlich auch mal leiden. Aber das ist ja nicht Sinn der Übung. Außerdem ist es auch so, die Autos, die wir bauen, die fahren in der Regel... eher selten jetzt durch den Schnee, ja, da ist viel Kennzeichen drauf und so, naja. Okay, so, wir gehen noch mal einmal zum Showkasten. Ja. Da habe ich noch ein, zwei Sachen gesehen, die müssen wir kurz Thema. Ah, nee, hier, guck, das heißt, eure eigenen Fahrwerke, die von Bildsteinern gebaut werden. Genau, es ist nicht ganz korrekt. Und zwar, wir haben vor 10 Jahren angefangen mit Bildstein für die Z06 mit dem MDS-2-Wege-Fahrwerk. Mhm. Und zunächst mal, wie bei jedem Tuner, wenn du bei einem Fahrwerkshersteller ankommst, gucken die dich an und der erste Gedanke, wenn die, zumindest wenn sie mich gesehen haben, waren, ach du Scheiße, mit der Frisur und mit der Hackfresse, was soll das nur geben? Ja, gut. Und also man hat mich dann quasi über die Eingangsschwelle hereingelassen. Das war in dem Fall am Nürburgring. Hast du Kaffee bekommen? Genau, das war der Bus am Nürburgring. Und wir waren uns da eigentlich dann lieb, dass ich schlimmer aussehe, als ich tue. Und dann haben die gesagt, okay, komm, wir bauen dir mal ein Fahrwerk. So, das habe ich dann in meine ZR1 eingebaut. Zunächst mal mit den Blattfedern. Und dann war ich in Hockenheim, die haben mich dann gefragt. Und dann habe ich halt erzählt, wie ich das empfunden habe. Und dann haben die mich gefragt, was würdest du ändern? Ich sage, keine Ahnung, ihr müsst doch wissen, was wir ändern. Ja, okay, schick ein. Dann habe ich denen die Stoßdämpfer geschickt und habe die dann, das dauert dann nämlich nicht wegen denen lange, sondern einfach, weil dieser Prozess lang ist. Wir sitzen nicht da und warten nur auf diese Arbeit. So, dann schicke ich die ein, dann kommen die nach 2 Wochen wieder, dann baue ich die ein. Das dauert dann eine Woche, dann vergehen wieder 3 Wochen, bis ein Trackday ist und so. Jetzt ist halt einfach mal 1-2 Monate ins Land verstrichen. Dann bin ich gefahren. Und dann rufen die mich an und ich sage, liebe Leute, am besten ihr schickt jetzt mal einen Profi, der soll damit fahren. Ich merke keinen Unterschied. Das fühlt sich genauso an wie beim letzten Mal. Und was weiß ich, ob es jetzt wärmer oder kälter ist, es fühlt sich für mich an wie beim letzten Mal. Und daraufhin haben die mir gesagt, okay, dann haben wir jetzt eine Basis zu arbeiten, weil wir haben das nur gereinigt. Wir wollten nur gucken, was du uns für einen Schwachsinn erzählst. Ob du überhaupt irgendeine Scheiße erzählst oder ob du überhaupt ein bisschen Ahnung hast. Dann bin ich erst mit so einer Hackfresse rumgelaufen, war beleidigt einen halben Tag, aber dann habe ich eigentlich gemerkt, so dumm ist das ja gar nicht, was die sagen. Und so fing das dann an.
Also einfach mal gar nichts am Fahrrad gemacht, um zu gucken, ob... Reine Verarsche. So. Und dann habe ich quasi zum 24-Stunden-Rennen, da ist einer, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, freitags oder so, mit irgendeinem BMW abgeflogen und hat sich das Federbein rausgerissen. Dabei war die Domplatte beschädigt. Und wir hatten zufällig welche Universal-Domplatten gemacht und mein Bruder hat mir die mit dem Reisebus nach Frankfurt geschickt. Und ich bin mit den Domlagern unterm Arm zum Nürburgring und da war keiner da, habe das mit einer Visitenkarte in den Bus gelegt und gesagt, hier. Und dann rief der Dirk Spohr, der Chef damals, an und sagte, komm mal zurück. Wer hat die gemacht? Wir. Und dann hat er die Schublade aufgemacht und gesagt, könnt ihr das und das und das und das. Und so wurden wir quasi Lieferant bei Bildstein. Mhm. Wirklich so. Und daraus dann, ja, wie beschrieben, wir machen nicht, es ist nicht so, dass wir alle Teile machen, beziehungsweise das, was ich hier beschreibe, machen wir, aber nicht nur wir, sondern die haben auch noch 3, 4, 5 andere Hersteller. Das wird dann immer so ein bisschen verteilt, aufgeteilt. Ja. Hier zum Beispiel, kannst du mal den Grauen da rausnehmen, sei so gut. Also bei dem ist es jetzt tatsächlich ein bisschen konkreter. Hier ist es so, das Rohr ist von uns. Mhm. Ja, der Knochen ist von uns. Die Verschlusskappe ist von uns. Dann diese Versteller in Blau und Gold, die haben wir dann noch in Blau und Rot. Philosophie dahinter ist, Druckstufe bleibt immer gleich. Und die Zugstufe verändern wir, damit es halt erkennbar ist, dass es für uns ist. Das heißt, C7 hat Grün, C6, ZR1 hat Gold, Z06 hat Rot und Mercedes hat jetzt wieder Gold, weil die Korvetten werden ja nicht mehr gebaut. Ja, ja, ja. So. Und wir gehen hin und gehen, also hier siehst du auch so ein Verstellerkopf, ist hier von der C7 dran, ja, mit der Hitnat. Und wir liefern das quasi an. Bildstein montiert die Fahrwerke und wir hatten damals einen Deal gemacht, dass ich gesagt habe, hört zu Leute, ich traue mir zu, in 18 Monaten eine Zahl X an Fahrwerken zu verkaufen. Das haben wir jetzt bei weitem überschritten. Ja, also tatsächlich hat man uns dann auch, ist uns entgegengekommen, guten Paketpreis gemacht. Wir haben unsere Preise dahin hinkalkuliert, dass da wenig Marge ist. Hatten aber den Vorteil, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal hatten, weil diese Fahrwerke niemand zu diesem Preis am Markt anbieten konnte. Die Fahrwerke gibt es aber normal bei euch zu kaufen oder nur mit Einbau und Vermessung hier vor Ort? Nein, die kannst du auch normal kaufen. Wir helfen auch gerne im Support, wie man das einstellen muss. Das ist zum Beispiel etwas, was ein ganz kritisches Thema ist, weil in Foren wird gerne, ja, sag mir mal eine Einstellung. Mhm. Und dann sagst du ihm deine Einstellung von deinem Seat, dass er den auf seinen Bulli baut oder umgekehrt. So. Dann fährt der Nächste und schreit, wow, das fährt sich viel besser und ist viel geiler. Eine Menge Menschen, die dann drauf aufspringen, machen irgendwas und wissen nicht, was sie tun. Umgekehrt kannst du nicht jedem erklären, wie genau und wie präzise du ins Detail gehst, weil viele fahren natürlich mit Gummilagern rum, da würde ich ein Auto generell anders einstellen. Also, wie viel gebe ich Preis und wie viel nicht? Auch in dem Moment, wenn einer ein Fahrwerk kauft, mit wem habe ich es zu tun? Verstehst du? Weil der stellt sich hin, kauft sich morgen ein Fahrwerk von irgendwem und sagt, na, ich habe hier die Einstellwerte, ich habe dies, ich habe jenes. Du weißt doch gar nicht, ob das alles funktioniert zusammen. Ja, das hat doch nie irgendeiner mal gescheit probiert. Und wer sagt dann am Ende, ich bin derjenige, der das beurteilen kann? Wer bezahlt einen Tuner, der den ganzen Tag lang Dreisatzreifen zermartert und sagt so, ein Rennfahrer, Entschuldigung, Profirennfahrer? Also du siehst, genau, da ist eine große Schwierigkeit drin mit diesem Support. Deswegen sage ich, bring die Autos zu uns, wir stellen sie ein, ich fahre mit dir über den Berg. Danach kriegst du auch einen Beruhigungstee und dann geht es dir wieder gut. Spanferkel. Ja, Spanferkel nur da unten, aber dann ist das einfach ein gutes Ding. Hier, guck mal. Auf Facebook. Einer, den ich persönlich nicht kenne, hat den Rebell nachgebaut. Ja. In, keine Ahnung, in 4 Millionen Stunden hat er sich Aufkleber oder was weiß ich hier, die Räder in 3D gedruckt und hat mir zu Weihnachten so ein Auto geschenkt. Selbst mein Helm ist mein Helm. Das ist unfassbar. Habe ich auch nach, also mir wurde auch nachgebaut meine RS4 Limo. Mhm. Die habe ich auch so und da wirklich auch so mit Felgen gedruckt. Ja, aber das ist verrückt. Ja. Ja, Hobby ist auch ein Hobby. Es gibt Künstler, die machen sowas gerne. Gut, ich sage ja auch gerne Danke, aber ich würde jetzt niemanden beauftragen, mir ein Modellauto zu bauen. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass das. Da muss man halt so richtig detailverliebt sein. Ja. Ne? Auch die ganzen kleinen Aufkleber und alles, Bremsen in grün. Genau.
Also wirklich mit, keine Ahnung, der hat das in Facebook geschrieben, der hat, glaube ich, 70 Fotos oder 100, ich habe keine Ahnung. Wie er es aufgebaut hat, ne? Ja, wie er das alles aufgebaut hat und wie lange das gedauert hat. Ja, ich war völlig perplex, die Haube, alles. Krass. Das ist doch hier eine gute... Die Nuss ZV. Ja. Mhm. Das ist ein Ausschussbremshebel von einem Rennauto. Ich sage jetzt mal nicht von welchem. Hin und wieder haben wir natürlich auch mal einen Fehler oder irgendeinen Ausschuss. Also hier geht es ums Eloxal, ums Material. Ja. Aber was ich euch mal gerne zeigen wollte, ist Folgendes. In Sachen Brems- oder in Sachen Pedalauflagen, ja, da haben wir mal für mehrere Tuner aus der Porsche-Szene haben wir Pedalauflagen gemacht. Können wir da bei euch mal auf den Tisch? Selbstverständlich. Ja. Die ganzen Pedalauflagen, wenn du die kriegst, dann sind das solche geschnittenen Platten. Und dann haben die hier quasi so Querfugen, irgendwie sowas Belangloses. Ich habe ja nun auch ein paar Porsche schon gehabt und mir war das eigentlich zu blöd, dass das so ist. Und dann bin ich hin und habe Pedalauflagen gefräst. Quasi mit dem Schriftzug erhaben obendrauf, das Ganze als GT3 RS oder eben nur als GT3. Und hier ist quasi ein Freifeld, da kommt dann noch so eine kleine Plakette. Limited, handonaniert, scheiße, was weiß ich was. Und das Ganze gab es dann auch noch in Eloxiert. Warte. Ich habe nur keinen Nerv, das zu Ende zu bringen und das dann zu vermarkten, weil mir das zu viel Arbeit war für irgendwie auch zu wenig. Aber da könntest du rein theoretisch richtig cool spielen und ich finde, das sieht doch mal richtig geil aus, erhaben, rausgefräst. Ja, ist jetzt immer geiler. Genau, in einem Bogen. Und Funktion hat es dazu halt auch noch, ne? Weil es tritt sich bestimmt auch noch sicher drauf. Ja, und pass auf, ich könnte auch jetzt hier was sagen. Ein Teil muss ich auf jeden Fall rausnehmen. Ja, gerne. Und ja, okay, mach es mal. Und zwar also sowohl das hier als auch das hier. Aha. Das habe ich in meinem letzten Österreich-Trip auf jeden Fall schon mal gesehen. Also hier gibt es keinen Geheimhaltungsvertrag mehr dafür. Ja, also wir haben für die ersten 400 KTM Crossbow bis auf die ZV-Mutter alle Dreh- und Frästeile gefertigt, ja, für Graz. Und dies ist eine Konstruktion, die wurde von Dallara konstruiert. Das ist ein Wheel-Hub, quasi ein ZV-Verschluss. Mhm. Und da haben wir noch ganz viel Material von über. Das heißt, das hat man im Werk schon einmal gezeigt. Für alle, die theoretisch auch mal einen Zentralverschluss in vernünftig fahren wollen, bei uns in der Tuning-Szene gibt es tatsächlich ganz viele, die machen das aus Alu, ja, so wie eine Distanzscheibe zum Anschrauben. KTM hat das damals tatsächlich auch so gemacht. Das heißt, das Ding kommt schön zentriert statt der Felge erstmal drauf und dann kommt die Zentralverschlussfelge mit der Schraube. Ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass ihr sowas macht. Ja, das haben wir nicht nur, das haben wir sogar davor für die Firma Imsa aus Brüggen. Da gab es ein bisschen Zanke, weil der hatte das ursprünglich bei jemand anderem den Auftrag gegeben. Da gibt es kein Patent drauf. Jeder, der das erzählt, erzählt Märchen und das ist einfach Quatsch. Und wenn, dann müsste es Dallara reingeben, aber das ist auch politisch scheiß drauf. Das ist ein System, was halt so angewandt wird. Wir haben das gemacht. Ein guter Freund von mir hat damals Lamborghinis getunt und wir haben für ihn, für seine ZV-Räder, diesen Wheel Hub gemacht. Hat aber auch eine andere Firma für ihn gemacht. Aber das ist jetzt auch von der Herausforderung gar kein Hexenwerk. Ja, das ist jetzt überhaupt kein großes Ding, sowas zu bauen. Auch von der Fertigung ist es eher was Simples, sage ich einfach mal. Was hier speziell ist, hier wurde ein ganz spezielles Material verwendet. Das mussten wir extra bei Thyssen anfertigen lassen. In Zug und Festigkeit ist es besonders. Das kommt ab und zu vor bei solchen Geschichten oder wenn man Antriebswellen verbreitet hat. Mhm. Dort wird oftmals, auch wenn es paradox klingt, schweres Material genommen, was eine hohe Zugfestigkeit hat. Da würde man sich wundern, bei welchen Autos das dann zum Tragen kommt, aber so ist es halt. Das heißt, dieses Teil wäre wirklich in der Lage, mit Slicks, Rennstrecke, volles Ballett, ohne dass da was abbricht. Richtig, die Frage ist halt nur, und da muss man jetzt wieder vorsichtig sein, das ist konstruiert für ein Expo, für 900 Kilo oder sagen wir für 1000 mit Luft, wenn du jetzt natürlich hergehst und baust das in den Golf R ein, dann gehört das meiner Meinung nach aber nochmal nachgerechnet. Alleine, weil der Golf R vorne so viel wiegt, wie der X-Bow zusammen wiegt? Ja, so, natürlich. Du hast halt einfach fast das doppelte Gewicht und das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Ja, also da nützt es auch nichts, wenn ich jetzt sage, oh, das hält, kein Problem. Das kann man stabiler bauen. Aber Material habt ihr davon noch? Reichlich. Okay. Genau.
reichlich. Da kann man mit arbeiten. Ja. Mal gucken, was uns da so zu einfällt. Wir wollten ja eh nach Bosnien fahren. Ja, Spanferkel essen. Spanferkel essen, fertig uns angucken. Immer wieder krass bei dem Auto, wie weit hinten der Motor sitzt. Ne? Richtig. Hier, der GTR hat ab Werk diesen Kühlkanaltunnel. Da wird Luft über die Turbolader geblasen. Viele meinen, dass damit irgendwie die Lader gekühlt werden. Das ist aber Bullshit, weil wenn der Lader 1000 Grad hat, was soll denn dann dieses bisschen Hauchluft? Aber siehst du die zwei Einlässe? Die Luft wird quasi an der Spritzwand ins Talktube geleitet, in den Mitteltunnel. Und da entsteht ein Flow. Und dieser Flow sorgt dafür, dass die Luft am Getriebe nicht stehen bleibt. Und dadurch hast du einen guten Kühlhaushalt. Und wir haben das quasi bei unserer Haube so gemacht. Einen Teil von dem, was aus dem Kühler kommt, entlüften wir, so wie es beim Blackie ist. Nur ist das Kühlerpaket halt nicht schräg gestellt, also konnten wir gar nicht so viel machen. Und wir leiten kalte Luft, die kommt da an dem Power Dome an der Seite raus und geht dann zusätzlich in den Kühlkanal. Und wir merken einfach, dass das auf der Rennstrecke dem Getriebe gut tut. Ah, das heißt, hier hinter kommt die raus? Genau, die kommt da raus, wird da drauf gedrückt und dann quasi da hinten rein. Das machen die zwei Nacker-Einlässe, die hier. Das ist deren Aufgabe. Hier geht nur ein kleiner Teil vom Kühler raus, der Rest um Motor herum, so wie das auch gewünscht ist ab Heck. Das hat auch wieder was mit dem ganzen Torque und mit dem Getriebe zu tun. Das heißt, man geht sowohl mit Luft raus als auch mit Luft rein. Genau, wobei hier gehen sie mit viel mehr Luft raus, dadurch erzeugen sie natürlich auch Abtrieb, ist ja klar. Das konnten wir hier nicht gestalten, also wir hätten jetzt vom GT4 das Kühlpaket genommen, hätten dann alles umgestellt, aber das hätte niemand, das bezahlt niemand. Ja, ja, klar. So, aber die Idee, und das war natürlich auch weit vor dem Flexilis, hatten wir im Grunde genommen nur in einer anderen Ausführung. Und die Haube wiegt 8,5 Kilo, damit sind wir 9 Kilo leichter als hier. Bei der Riesenhaube. Bei der Riesenhaube, ja. Aber noch krasser wird es hier. Lass uns mal nach hinten gehen. Die sind auch nicht, original. Die haben wir übrigens vor dem Pro entwickelt. Unsere sind, die Pro-Dinger sind so lang. Wir haben die also auch für den Pro nachgemacht, weil das Pro-Plastikzeug, viele möchten es nicht. Und dann tauschen wir die einfach aus. Aber unsere haben auch wir, 2018 habe ich die schon präsentiert. Da wussten wir noch nichts vom Pro. Also definitiv nicht wir nachgebaut, sondern haben wir uns halt selber ausgedacht. Einfach nur als Rathausentlüftung. Als Rathausentlüftung, richtig. Und im Weiteren dann hier, wir haben für die Track-Tools die Heckklappe gebaut in Vollcarbon. Auch weit bevor es den Black Series gab. 15 Kilo sind wir leichter hier hinten. Hier, nimm sie mal in die Hand. Das ist dann, sind dann Pre-Pack-Teile oder wie werden die gemacht? Ja, also 15 Kilo. Ja, wir haben hier, aber die bringt nur 2 Kilo. Also wir würden das mit Glasscheibe und Heizung fahren. Da kannst du auch die ganze Verkleidungsstufe sauber dran machen. Aber das ist wirklich auch stabil. Ja, und die ganze Heckklappe wiegt auch 4 Kilo. Ja, und das ist sogar noch die allererste. Die nächsten sind sogar noch stabiler. Der Bügel ist aber original? Nein, das ist ein Carbonbügel von uns. Weil es gab ja den GTR auch mit Bügel, ne? Ja, aber da ist ein Stahlbügel drin. Dieser Bügel wiegt in Stahl ungefähr 13 Kilo. Unserer wiegt mit der Chromomolybdenstange vorne ungefähr 6 und ist genauso schwer wie der Titanbügel vom Black Series. Nur der Titanbügel vom Black Series kostet 8,5. Und unsere kostet irgendwie 3. Weil das ist dann ja schon ein Teil, was man nicht mal eben so aus Carbon baut, sondern halt schon auch richtig. Du musst ein Werkzeug dafür bauen. Und wir haben hier am Zug haben wir gemessen, 5 Tonnen haben wir dran gehängt, bis das gebrochen war. Weil da würde ja jeder sagen, Alter, seid ihr wahnsinnig, die Gurte an den Carbonteil und so. 5 Tonnen, dann bricht's. Also wir haben es an Stapler gehängt mit dem Gewicht und haben es hochgezogen, bis es gebrochen ist. Ganz einfach. Das ist in die Richtung, sage ich mal, relativ weich. Aber hier über die Kante ist es unfassbar brutal. Und eigentlich geht es ja bei dem Bügel, wollen wir mal ganz ehrlich sein, dieser Bügel ist ja kein Käfig. Und quasi die B-Säule ist, oder die ganze Fahrgastzelle ist bei den Autos auch so schon unfassbar stabil. Du kannst die Gurte anbinden, wenn du rückwärts unter eine Leitplanke rutscht, schiebt es die Leitplanke rüber und es hilft natürlich auch beim Abrollen. Klar, es ist unterstützt, aber dass der Bügel jetzt das ganze Ding zusammenhält, ist ja so auch nicht ganz richtig. Und es sieht in Carbon einfach unfassbar geil aus. Es sieht in Carbon richtig geil aus. Weil so als Formteil habe ich das auch noch nie gesehen. Ja. Und Sitze sind auch noch von euch? Ja, ja, klar, die Sitze auch. Wie gesagt, wir haben die in der Form und in der Dimension verändert, damit sie halt keine hundertprozentige Kopie sind. Sie sehen nur so aus, aber trotzdem für mich schon immer ein unfassbar geiler Sitz, in dem ich perfekt sitze und meine Arbeit da verrichten kann.
Und das passt auch ganz gut zu den Autos. Geil. Ja. Voll Carbon. Ja. Wobei nur im Vergleich, der Sitz wiegt genauso viel wie jetzt beim Black Series. Der Sitz wiegt ungefähr 7-8 Kilo, sage ich jetzt mal so 7,5-8, weiß ich nicht ganz genau. Die neue Schale von uns wird 3,9, dann kannst du nochmal ein Kilo für die Kissen rechnen und das war's dann. Aber in dem Fall einfach nur als Universellsitz mit den L-Adaptern? Die sind aber auch von uns. Okay, auch von euch, okay. Die machen wir auch selber. Dann aber wahrscheinlich nur für einige Autos, nicht für alle Autos. Nein, im Moment tatsächlich nur für den GTR und für die Corvetten. Also dort überall, wo kein Seitenairbag ist. Weil da kannst du ja noch montieren. Wenn Seitenairbag drin ist, dann ist es halt schwierig mit eintragen. Ja, ne. Ja. Beim neuen Sitz, den werden wir aber komplett ziehen und prüfen lassen, um zu schauen, wie wir das mit den Gutachten hinbekommen. Das ist also über diese Dreckstuhl. Ja, ich merke schon, wir müssen auf jeden Fall weiter berichten hier. Ja. Du hast ja noch so viele Pläne und Visionen. Mhm. Da wird noch einiges kommen, ne? Ja. Fahren müssen wir auch noch? Ja, müssen wir auch noch. Aber mit der Kopf raucht so dermaßen nach 90 Minuten. Du hast Technik. Aber gesagt, dass du morgen an der Nordschleife bist? Nee, war Karfreitag Planung, aber ja, auch morgen nicht. Ist Karfreitag. Ja, so, bist nicht. Nee, okay. Nee. Okay. Auch zu viel. Ich habe keinen Nerv. Ich hätte jetzt schon gepackt sein müssen, losfahren. Ja. Und ich bin froh, dass mir heute eigentlich wieder besser geht. Gestern war ich ziemlich down, aber... Ich habe mir die Haare gewaschen für euch und mich rasiert, also damit das auch vernünftig rüberkommt. Damit dich jeder erkennt mit den langen Haaren, genau, weil die Frisur das oder auf jeden Fall. Irgendeiner sagt, ja, das ist fake. Nee, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, gerne. Wirklich mega geil zu berichten. War relativ trocken, nur Technik. Beim nächsten Mal fahren wir ein bisschen, dann wird es auf jeden Fall noch wilder, weil eigentlich sind die Autos, wie du selber sagst, ja, fahren ja, da. Ja, absolut. Das macht auch viel mehr Spaß. Dann seid auch mit dem Black Series noch weiter. Ja. Und ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Sehr vielen Dank fürs Dagewesen. Gerne doch. Für den Besuch. Ich freue mich. Und würde ich das letzte Mal gewesen sein? Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die Einladung steht. Lass uns. Das machen wir auf jeden Fall. Aber da müssen wir wirklich 2-3 Tage ausmachen. Cool, fahren wir von hier los. Ihr werdet Spaß haben und das werdet ihr nicht vergessen. Da können wir dann 2-2 auf dem Track auch ein bisschen fahren. Ja, natürlich. Das ist ja, ich sage ja, wieder Technik, aber Abschluss ist Dreck. Und dann, wenn ihr es verträgt, dann könnt ihr euch die Hucke voll saufen und dann fahren wir eine Runde Boot und so. Okay, wir müssen los.